100 Jahre und im neuen Glanz wurde mit einem Festgottesdienst und einem Festakt die renovierte evangelische Kirche in Dreiskirchen gefeiert. Aber nicht nur spirituell. Im großen Festzelt vor der Kirche wurde anschließend zum Gemeindefest eingeladen. Herr Bischof, wenn die Hoffnung nicht gewesen wäre vor 100 Jahren, 1913, dann würden wir heute nicht diese Kirche hier feiern. Das ist richtig. Und zwar begründet sich ja die Hoffnung auf die Begleitung durch Jesus Christus und durch Gott, der unsere Gemeinden begleitet, so wie alle Menschen und diese Welt. Nicht unbedingt auf das, was Menschen anrichten. Das sieht man ja gerade daran, dass schon ein Jahr nach der Kirchweih der große Krieg über Europa hereingebrochen ist. Und darum finde ich es richtig, wenn der Bischof darauf hinweist, was denn eigentlich am Vorabend des ersten wahnsinnigen, weltumspannenden Krieges da passiert ist. Schön da, aber in Wirklichkeit ganz Europa eingestimmt bereits auf diesen Wahnsinn. Hier ist ein Wegweiser, unnütz ihn zu befragen, heißt bei Thomas Mann. Es ist das Flachland, es ist der Krieg. Diese Art von Vorabend erkennen wir erst, wenn der neue Tag angebrochen ist. Die Hoffnung ist etwas, was es immer braucht. Ich denke mal, es war fein, dass damals die Frauen und Männer diesen Schritt gewagt haben. Und wie man sieht, ist es auch voll aufgegangen. Die 100-jährige Geschichte der evangelischen Kirche ist ja auch eng verbunden mit der Geschichte der Stadt. Als 1927 der Gemeinderat der seinerzeitigen Marktgemeinde Dreiskirchen den Landtag gestellt hat auf Stadterhebung, war unter anderem auch ein Befürwortungsgrund, dass es eine evangelische Pfarre hier gibt, die auch überörtlich, also über die Stadtgrenzen und Ortsgrenzen hinaus tätig ist und daher der Antrag an den Landtag gestellt wurde. Aber auch in anderen Bereichen gab es immer gute Zusammenarbeit. Es war nicht immer leicht, vor allem in der Zeit, als die Diakonie hier Flüchtlingsbetreuung machte und eigentlich die Republik seinerzeit nicht ihren Aufgaben nachkommen kann. Das ist ja jetzt besser gelöst mit der Erstaufnahmestelle, wo wirklich jeder Flüchtling aufgenommen wird, und daher gab es immer eine sehr gute Zusammenarbeit. Es ist eine sehr lebendige Kirche, eine sehr lebendige Kirchengemeinde, viele Kinder, viele Jugendliche hier. Das heißt, das lässt auch wieder hoffen für die Zukunft. Auf alle Fälle. Also ich freue mich, dass heute auch vor allem viele Kinder gekommen sind. Also wir haben ja auch, oder die Kinder besuchen ja auch den Religionsunterricht, und wenn man mal alles so gesammelt sieht, dann ist das wirklich eine schöne Größe, die da ist. Die Dreiskirchner Kirche und die Gemeinde ist eine junge Gemeinde. Man sieht das auch, dass viele Kinder und junge Menschen auch hier sind. Das ist etwas sehr Schönes und Positives. Also da muss man sich um die Zukunft keine Sorgen machen.